Kann ich gar nicht mehr einsehen, weil es kurz vorn rennt. Geh noch mal eben schnell auf Toilette und dann legen wir los hier. Ja, ich lasse eh so durchlaufen. Bis gleich. Meine Freunde, da sind wir auch schon zum Rennen. Sören ist wieder mit am Start. Großer Preis von Türkei. Als erstes wieder mal die Zockerabteilung. Zweiter heute Walker, vierter Anderson. Santis Crew als fünfter, sechster. Sörens Zor ist als siebter. Coffee Break hier Nur. als 8. 9. Taler vom Sören ist auf der 10. Dann kommt Team Wolf mit 10. 11. Da hat Örtel schon Taler einmal überholt. Taler ist mit richtig viel Sprit unterwegs. Ich bin gespannt. So, und jetzt sind wir in der zweiten Runde. Ihr findet jetzt gleich von Anderson einen Angriff. Also meine werden erst ab Von. zwei Drittel des Rennens interessant werden. Okay. Zuckermaschine ist mit im Dings. Santis. Wo ist hier Dings drin? Ich bin auch mal gespannt. Sören hat hier gerade eine separate Strategie angekündigt. Er hat was ausprobiert, was riskant werden könnte. Da Oh bin ja. ich sehr hinterher. Ich So, habe ich hab Zor. so ich habe Ja. sogar ich hab sogar am Benzin richtig rumgespielt, Alter. Es könnte mir echt das erste Mal passieren, dass ich auf der Strecke liegen bleibe. Aber gucken, wie mein Setup ist. Und ich bin das erste Mal mit SS-Reifen gestartet. Na, was machst du denn da wieder? Hä? Nee, ich schüttel mir ein. Ja, so ein Booster schütteln finde ich auch geil. Hier Fischer jetzt Örtel überholt. Taler fällt zurück auf die 12. Saw wurde jetzt Jo. auch überholt von Schulze und Fischer. Die Coffee Breaks Team wieder direkt an Flexen hier mit. Wir liegen zwar hinten, aber hey, wir holen euch. So, meine Reifen sind jetzt in einer warmen Temperatur. Ich kann das Pushing zurücksetzen.
DRS ist auch aktiviert. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Wir hatten beim letzten Rennen echt ja die Situation, dass keiner damit gerechnet hätte, dass Coffee Break bzw. das Wolf-Team so auf einmal auf dem Vormarsch sind. Nebenbei muss ich sagen, Zockermaschine hat was an seiner Lackierung getan, finde ich erstmal gut. Zockermaschine hat auch sehr gut im DBD-Turnier abgeschnitten, muss man sagen. Ich habe das heutige nicht zu Ende geschaut, aber gestern waren wir unter den Top 3. Ja, genau. Ne? Vielleicht bringt das ja auf YouTube. Würde ich gut finden. Ja, er hat ja auf jeden Fall Livestream. Er hat auf jeden Fall Livestream auf Twitch. Ja, kann er ja exportieren. Kann er doch dann als Content für YouTube bringen. Ja, das weiß der Onkel, dass er. Wir gucken jetzt mal, wie es aussieht. Nebenbei, Zockermaschine hat gelernt, er fällt dieses Mal nicht nach wenigen Runden zurück, sondern führt hier weiterhin an. Weil ich meine Einstopfstrategie fahre, fällt er auf das, was wird, ey. Also ich glaube ja, meine Reifen gehen kaputt, ey. Ja, wir dürfen gespannt sein, ne? So. Gucken wir ein bisschen weiter oben. Es bilden sich langsam Lücken. Saw und Thaler jetzt auf 11 und 12. Traut hier auf der 13 Becker und Becker. Auf 14, 15. Wolf. B-Wolf auf der 16. M. Fischer hier gerade auf der 17. So nebenbei, kleine Vorab-Info. M. Becker wie auch B-Wolf werden wir bald nicht mehr sehen. Ich werde da zwei Plätze frei machen, weil das, ja, ich weiß nicht, was das für Fahrer sind, aber die haben sich schon länger nicht mehr angemeldet. Nebenbei auch generell, wie das hier, sieht mir sehr verdächtig nach, wir gucken mal rein Accounts aus und nicht eben halt nach Leuten, die da wirklich hinterher sind. So, hier, Dennis und Wolf Timo bieten sich hier gerade ein kleines Kräftemessen. Pirlo ist auf der 18, Hill und Wilson auf 19 und 23. Gucken wir doch mal, was sich vorne rum tut. So, Santis hat hier wieder ein stabilen Platz mit in den vorderen Reihen. Deine Autos kommen auf jeden Fall nur schwerfällig aus den Kurven. Ja, Alter, die sind ja auch komplett betankt, im Gegensatz zu euren. Also von den Rundenzeiten werde ich nichts reißen, aber ich werde so 18 Sekunden an Boxenstopps gut machen. Na, also wie gesagt, dass die jetzt überhaupt noch im Mittelfeld sind, das wundert mich schon stark. Ich bin aber echt mal gespannt. Jetzt hier, Ich bin gespannt, ob sie überhaupt durchkommen. Saw überholt Thaler.
Der Nakagawa fährt hier ein, aber auch weg. Ja. Und auch Bernard, K. Bernard, hat hier Walker hinter sich gelassen. Okay, kann ja auch sein, dass Maschine hier den Push-Befehl noch oben gelassen hat, wenn ich neutral fahre, um eben halt einen Sprit wie auch Grip zu sparen mit den soften Reifen. Weil sonst sind die nämlich ruckzuck weg. So, aber Santis Crew, jedenfalls der C-Hunt, kommt hier immer näher an Anderson ran. Bin ich auch mal gespannt, ey. Weil in, auch hier Santis Crew hatte immer bisher an sich guten Start. Aber fiel dann genauso wie Maschine, also wie die Zockerabteilung, immer schnell nach hinten. Holte dann aber gegen Ende nochmal ein bisschen was so unter die Top 10 Plätze wieder hoch, ne? Aber da bin ich mal gespannt. Coffee Break hier. Coffee Break jagt jetzt hier Grimm. Also Fischer jagt Grimm. Und Oertel und Kraus. Mit Oertel und Kraus rechne ich heute aber eher weniger, weil ich hatte mich vorhin mit Smaragd Wolf unterhalten und er sagte zu mir, dass er nichts verändert hätte, weil er würde da ebenfalls auch reparaturtechnisch wenig Handlungsbedarf sehen. Hätte ja beim letzten Mal auch gut funktioniert, wenn die Motoren bzw. Ich habe auch neue Motoren drin, fällt mir ein. Ja. Also wenn die Teile da stark ramponiert werden, also sprich so um die 50%, dann würde er was machen, aber auch vorher nicht. Ne, reparieren tue ich immer. Die Motoren, die habe ich bis 60-50 runterschleifen lassen. Ja, er meinte, er würde noch was warten. Hätte ja bisher ganz gut funktioniert. Bin mal gespannt. Ne, wenn du Teile hast, dann musst du das Auto reparieren. Mit den Motoren musst du ein bisschen haushalten. Ja. Hat man ja auf der richtigen Formel 1. Aber wenn irgendwo ein Stück fehlt, dann repariert man das ja. Bin jetzt mal gespannt. Fischer gegen Grimm. Ob Grimm hier nochmal entkommen kann oder ob Coffee jetzt. Also ob Fischer jetzt nochmal nachziehen kann. Ich sag denen jetzt nochmal, die sollen auf Angriff gehen. Langsam werden die Reifen eher kalt anstelle von warm. Was mich auch so ein bisschen wundert. Womit fährst du? Mit soften Reifen. 16 Grad war vorausgesagt, ne? Ja, wir haben 11 Grad. Ich guck auch immer gegen Vormittag nochmal, was das Wetter sagt. Weil das ist dann eher wahrscheinlicher. Schon klar. Gerade abgab. Okay. Coffee Break kommt Grimm immer näher. Gleich hat Fischer Grimm. Keine Frage, da ist es DRS und sie ist vorbei. Also Fischer ist vorbei. Oder auch nicht. Da wird nochmal der Schub verwendet. Wirklich. Rettung in letzter Sekunde. Oertel versucht aufzuholen, fährt aber eher jetzt so ein solides Ding.
Und Saw wie auch Thaler, ja, fahren ganz gemütlich wie Omi Opi hier ihre Runden, lassen sich mal gar nicht stressen. Aber Nakagawa, alter Schwede, der haut ja ab. Ich meine, wir hätten noch eine Runde möglich. Ich bin dann überlegen, trotzdem schon mal beiden in die Box zu schicken. Wäre, glaube ich, jetzt ganz clever. Boxenstopp jetzt. Dafür den Push dann ganz hoch. Nakagawa geht jetzt auch in die Box. Von daher ganz clever. Ah, er ist wieder da, gut. Walker bleibt auf der 2 vor Bernhard. Sind fast alle vorderen. In die Box gegangen. Aber Nakagawa konnte seinen Vorsprung auf jeden Fall ausbauen. Marat wollte sich wohl inzwischen ein Statement holen. Schulze jetzt zwischen Saw und Oertel und Kraus zwischen Oertel, Saw und, also Kraus zwischen Saw und Thaler. Grimm hinter Fischer, aber direkt hinter Fischer, da bin ich jetzt mal gespannt. Hingegen Hunt weiter vorne. Anderson auf der Überholjagd. Also, hier hat sich auch schon wieder eine riesen Lücke gebildet, ne? Also, hier. Bin ja mal gespannt. Das wär's ja jetzt, wenn heute mal die Zockerabteilung und hier kommt der Schuh. Das wär's, wenn die Zockerabteilung heute sich den Sieg gönnen würde. Nakagawa fährt hier auf jeden Fall weg und auch Bernhard hängt hinten dran. Hand auf der 5. Kommt Grimm. Saw wird auf jeden Fall jetzt gleich überholt von Kraus. Thaler setzt hier den Boost ein. Kann aber nicht wirklich was gut machen. Der ist viel zu schwer. Das ist die hintere Reihe mit Dings dran. Aber gut,
Tala wie auch Saw waren bisher kein einziges Mal in der Box. Unglaublich. Bin mal gespannt, wie sich das hält. Kannst leider nicht sehen, was meine Reifen machen, ne? Das interessiert mich. Ja, mich würde es auch interessieren. Wir gucken jetzt mal auf Fischer. Oh, meine Reifen sind eiskalt, Alter. Oertel überholt Grimm. Grimm damit auf Platz 8 und Schulze ist auf dem Vormarsch. Kraus überholt Zor. Ist aber noch in Duell. Hi Jan, wie geht's dir? Oh, neue Sklaven. Das trifft sich gut. Ab an die Arbeit mit euch. Danke für den Host aus dem Krankenhaus. Oder bist du mittlerweile wieder zu Hause, mein Freund? Hand setzt sich hier aber gut durch. Alter, meine sind ja die letzten. Was man sagen können, habe ich eine Scheißstrategie gewählt. Ja, die letzten sind sie nicht, aber ich sag mal so, da mit das Schlusslicht unter den Top-Fahrern, ne? Ich bin gerade reingegangen, sieht so aus, als ob ich mit auf dem letzten wäre. 11 und 12. Ja, ist das Mittelfeld zu weit auseinander, okay. Aber erstmal schön zu hören, dass es dir gut geht, Jan. Freut mich echt. Hoffen wir mal, dass auch die Reha schnell läuft. Wo fahren meine, kann ich dir sofort sagen. Also Pirlo hält sich wieder gewohnt auf Platz 14 auf. Auch beim letzten Rennen hat sie da eigentlich sich ziemlich heimlich gefühlt. Hill auf der 20, Wilson auf der 25, Klein auf der 29. Es macht sich halt schon bemerkbar, dass du nicht da bist, ne? Aber gut, wir wissen ja, also ich weiß ja auch wieso und wer die Videos halt, die Rennen bzw. die IGP Manager Streams verfolgt, weiß es ja auch, ne? Deswegen dir ganz viel Glück und viel Kraft gewünscht, dass alles gut verläuft und dass wir dich dann bald wieder in den Rennen sehen bzw. auch bald wieder auf dem Spielfeld, mein Freund, ne? Hand weiter Abstand zu Anderson und Walker und Bernhard liefern sich hier ein Rennen. Bernhard jetzt hier mit dem DRS. Oh, Bernhard hier kommt gefährlich nah. Nee, weil Jan hatte eine schwere OP hinter sich. Ich sag jetzt mal schwere OP. Und man kann nur hoffen, dass alles gut verlaufen ist, da er jetzt mit der Reha, wie er sagt, ab Montag eine schnelle Genesung erreichen kann. Ne? Deswegen. Na dann, gute Besserung, Jan. Ja. Deswegen nicht wundern, dass Jan in letzter Zeit nicht da war, beziehungsweise auch in den Rennen so zurückgefallen ist. Das hat einen bestimmten Grund. Ja, war ich jetzt auch nicht traurig drin. Ich habe ihn ganz doll vermisst.
Was macht denn Schulze? Schulze fällt hier immer weiter zurück, jagt aber wieder Grimm. Beide haben DRS bekommen. Das wird jetzt spannend. Jetzt hier Grimm wie auch Schulze anüberholen. Ah. Gleich hat's ihn. Gleich hat's ihn. Beide nutzen hier die Windschatten. Komm, hol ihn dir, Mädel. Hol ihn dir. Sie hat DRS. Aber Grimm auch. Aber trotzdem scheint sie vorbeizukommen. Ja, doch nicht ganz. Wir gucken hier jetzt aber mal eben auf Oertel versus Fischer. Oertel versus Fischer. Das ist nämlich auch eine kleine Verfolgungsjagd. Also bisher geht die Strategie von Smaragd Wolf wieder mal auf. Ne? Zwar ist er nicht vorne mit dabei, aber definitiv wieder auf stabilen Plätzen. Ne? Aber ich denke mal tatsächlich, weil ich weiß nicht, wie viel der Herr hier trainiert hat, beziehungsweise wie viel Gedanken er sich gemacht hat. Oder ob er die Teile repariert hat, oder inwiefern er sich es genau repariert hat, wenn überhaupt. Er meinte ja, mit den Motoren, da wartet er genauso wie Con Julio das gemacht hat, bis die auf 50% runter sind. Das könnte Einfluss aufs Rennen nehmen. Keine Frage. Ja, aber auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele. Entweder powern die oder die powern nicht. Es geht ja hauptsächlich darum, dass die im Rennen nicht hochgehen. So ist es ja in der normalen Formel 1. Ja, ich mache das, glaube ich, jedes zweite Rennen. Alter, wie viele Motoren hast du denn? Also ich hätte jetzt die Möglichkeit, also wenn ich jedes zweite Rennen das nur mache, dann komme ich aus. Aber ich habe auch einen Sponsor mir dafür rausgesucht, der mir dafür Teile gibt. Brauchst du keine Teile, brauchst du Motoren. Das ist das ja, meine ich ja, die Motorenteile halt. Es gibt keine Motorenteile, es gibt Teile und es gibt Motoren. Ja, dann halt Motoren. So. Pingeliges Kleinkind. Deutsch, mein Freund. Wenn schon genau. Ich in der Schule aufgepasst. Schwierig gestattet, wenn ich mein Zimmer tauge. Diese Opfer. Also Bernhard bleibt weiterhin hinten. Kraus überholt Grimm. Thaler und Thor haben hier einen riesigen Abstand zur Nummer 10. Also wirklich einen riesigen Abstand. Muss man sich vorstellen, da ist die Nummer 10. Also und bei mir ist die 22 direkt vor mir. Ja, weil sind jetzt alles schon überrundete. Ja, genau. Also von, ich glaube ab deinen Fahrern ist alles
alle Autos überrundet. Ja, die Taktik war scheiße. Naja, er hätte schlechter kommen können, sagen wir es so. Ja, naja, aber die geht ja jetzt nach hinten rum raus. Ja, genau das, ne? Also die gehen jetzt in eine Runde in eine Box und dann war's das auch. Dann fahren die durch, ne? Wo ihr alle noch einmal in die Box müsst. Mindestens einmal. Hill überholt Fischer. Aber ich gehe jetzt auch mal auf die Softreifen, weil die Mediums, die werden ja nicht mal warm bei mir. Ja, bei mir aktuell auch nicht. Ich setze auch nochmal Push-Level höher. Weil auch meine beiden werden jetzt gleich in die Box gehen. Aber wow. Die sind auch schon relativ weit abgefahren, sehe ich. Also du hast ja noch diesen äußeren Kranz, ne? Die sind ja nicht heiß, aber dieser äußere Kranz, der ist halt schon wenig. Ja, beide. Oh, jetzt habe ich aber auf die falschen Reifen gesetzt, glaube ich. Von anderen sieht doch auch. Boxenstopp nächste Runde. Also mit dem Taler bin ich auf die Supersoft gegangen und das waren damit komme ich nicht rum. Also die Reifen werden nicht halten, glaube ich. Das habe ich falsch gemacht. Das wird bei mir jedenfalls. Spannend, weil Anderson hat nur noch 2,5 Sprit. Ich setze mal das Push-Level runter. Mann, der wird knapp. Aber sollte er schaffen, gerade so. Also mein Zorn geht mit 0,4 Sprit in die Box rein. Das war echt eng bemessen, aber... Push-Level volle Kanne rein. Wir haben noch 24 Runden vor uns. Ja, die fahren mal nicht so durch. Hunt kommt Nummer 1, 2, 3 und 4 näher. Bernhard hat sehr lange für den Boxenstopp gebraucht. Also der Abstand ist zwischen Thaler und Kraus groß. Es fängt jetzt an zu regnen. Nein. Doch. Da bin ich im Arsch. Ich hab keinen Boxenstopp mehr. Der ist gesondert. Ja, ich könnte jetzt nochmal reinschicken für eine Reifen, aber ich war gerade drin, Alter. Hätte das mal 5 Minuten vorher. Ja, ich komme doch auch gerade aus der Box. Das ist böse. Aber bei mir fahren die erst in die Box, wenn die Strecke mit 2 mm voller Wasser ist. Aber ich bin jetzt auch erstmal auf dem Discord, vielleicht komme ich gleich mal wieder. Ah, kein Thema. Boah, das könnte jetzt nochmal alles ändern, ne? Das kann alles ändern. Das könnte alles ändern. Die Frage ist jetzt nur, wer geht zuerst in die Box? Was haben die einzelnen Fahrer eingestellt, wenn es anfängt zu regnen?
Meine Fresse. Das. Das ist jetzt echt so ein Wechselding, ne? Bisher nie sitzt ja nur. Bernhard. Bernhard fällt immer weiter zurück. Hand ist hier auf dem Vormarsch. Fischer ist da alleine. Örtel genauso. Und da. Und ist in der Zwänge. Also Schulze kommt auch immer näher. Nakagawa ist jetzt mit Regen in die Box gegangen. Und ich denke mal, nach dieser Runde geht Bernhard auch. Boah, das ist spannend, Leute. Das ist spannend. Das ändert einiges. Bisher liegt 0,5 mm Wasser auf der Strecke. Und 2 mm Wasser auf der Strecke liegen, gehen meine in die Box. Surfen ist offline. So, auch. Wie vorher gesehen, Bernhard geht in die Box. Hier, die sind schon alle. Thaler fährt hier immer noch mit Softreifen. Der wird hier jetzt völlig Probleme kriegen. ...0,6 mm. Boah, ey, mein Herz so, ne? Also, das ist spannend, weil da so vieles ändern kann, ne? Hand fährt hier aber bisher ziemlich ruhig. Aber Nakagawa ist so auf dem Vormarsch. Der Regen wird nebenbei schlimmer. Nakagawa hat nebenbei so einen schnellen Boxenstopp hingelegt, ne? Das muss man mal sagen. Boah, was für ein Abstand. Örtel hier hinter Fischer, der Abstand, Grimm kommt back, wow. Grimm ist auch an Kraus vorbei. Nakagawa ist... Nakagawa fällt aber aktuell immer weiter nach hinten. Klar, weil die Medien, also zwar sind die kalt. Aber die W-Reifen von, also die Water-Reifen, sind auch noch nicht warm. Grimm holt auf, Hand holt auf. Aber auch Hand muss gleich in die Box. Je nachdem, was Santis eingestellt hat. Maschine muss sich echt denken, warum sind die noch nicht in der Box?
Jetzt werden langsam die Reifen von Maschine warm. Man merkt's. Er kommt langsam immer schneller durch die Kurven. Das sieht man jetzt ganz gut. Guckt euch das an. Da baut er jetzt langsam auf, ne? Also. Langsam holt Nakagawa auf. Und auch Bernhard kommt Hand immer näher. Ein Millimeter. Ich denke mal, dass ich die beiden mit 1,5 frühestens ins Ding schick, in die Box. Weil wir die haben jetzt auch nur noch. Guckt euch mal bitte den Sprit an. Von daher macht es gleich nur noch Sinn, in die Box zu gehen. Die Reifen werden halt auch immer kälter. Örtel hier jetzt im Duell mit Fischer. Kraus ist direkt. Nee. Sind da direkt mit dran. Traut. Krass. Pirlo holt aber auch hier immer mehr aus, ne? Grimm ist weit zurückgefallen. Was ist denn jetzt passiert? Ich schicke meine jetzt in die Box. Noch länger warten macht halt einfach keinen Sinn. Reifen werden immer kälter, so holt Nakagawa immer mehr auf. Ein bisschen Schub rausgeholt. Ein bisschen Time wieder gut zu machen. So, Hand ist hier solide irgendwie genau zwischen den beiden. Und Örtel versucht immer mehr aufzuholen. Jetzt wird spannend hier Box Einfahrt von Walker. So, jetzt gucken wir. Walker ist in der Box. Anderson ist auch drin. Wie kommt Nakagawa jetzt raus? Durch. Und Walker bleibt Erster. Walker bleibt Erster, aber holt sich Anderson. Aber für wie lange? Bernhard kommt auch immer näher an Hand ran. Örtel auf dem Vormarsch, wirklich was. Smaragdwolf hier für eine Strategie fährt, ist der Wahnsinn. Fischer und Schulze. Ich finde wirklich, dass egal ob Coffee Break oder hier Team Wolf ein solides Rennen fahren, jedes Mal aufs Neue. Wirklich, die haben sich wirklich etabliert in so kurzer Zeit und sind überraschende Teams geworden. So, jetzt haben wir uns den Platz hier wieder. Ja. Nakagawa hat keinen Boost mehr. Ich habe ihn mir aufbewahrt. Und tschüss.
Ja, sorry, Maschine. So, gucken wir uns die anderen Rennen doch Autos mal an. Was mich erstaunt ist, dass diese Reihe hier immer noch nicht in der Box war für Intervallreifen. Die Reifen müssen arschkalt sein. Wir haben jetzt noch 12 Runden vor uns. Bernhard fällt zurück, Hand ist im Duell. Aber Oertel ist echt weit hinten. Nächste Fahrer gibt auch. Schade eigentlich. Oertel und Kraus jetzt in der Box zu Intervallreifen. Nee, was? Was? Oertel kommt mit Medienreifen wieder raus. What the fuck? Das glaube ich jetzt nicht. Das ist der. Also. Why? Keine Einstellung für Regenreifen. Das ist krass. Das ist gewagt. Wer ist da in der Box? Fischer in der Box. Bin ich aber auch mal gespannt. Oertel ist vorbei. Auch ohne Einstellung für. Wow. Also. Diese beiden Teams trauen sich was. Wirklich. Das ist gewagt. Respekt für diese Strategie. Ist das jetzt Hand? Nee. War Grimm. Aber auch anscheinend Santis Crew hat keine Einstellung gemacht für Regen. Also vom 24. Platz bis zum 32. sind alle raus. Wow. Kraus. Und wow, was für ein Abstand. Zwischen dem 6. und 5. Heute duellieren sich wirklich bestimmte Teams, das muss man sagen. Ganz besonders hier, Coffee Break und Team Wolf duellieren sich heute bis auf die Zähne. Das Team von Sören kommt hier einfach nicht weiter. Die hängen auf 11 und 12, fahren hier ihren stabilen Platz einfach runter. Da ist Bernhard halt einfach mal so nebenbei.
Also der Abstand zwischen 4 und 5 ist riesig. Aber auch zwischen 3 und 4 und 3 und 4. Push-Level können wir runternehmen. Fahren wir jetzt einfach so durch. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das hier so weitergeht. Nakagawa fährt hier solide den dritten Platz. Wirklich solide den dritten Platz. Und Walker und Anderson fahren hier easy 1 und 2 runter. Fischer und Oertel sind hier ganz knapp beieinander. Also ein Technikfehler in der Strategie kann hier alles entscheidend sein. Gucken, wie viel Boost Oertel noch hat. Genauso viel wie Fischer. Kraus ist da und Schulz. Schulze da. Aber ganz überrascht bin ich wirklich hier von Hunt. Aber das muss man sich mal vorstellen. Das ist der fünfte. Wir überrunden den fünften. Nakagawa ist in der Box. Nakagawa, warum ist Nakagawa in der Box? Warum? Mal eben nachfragen. Thaler überholt Fischer. Ach so, die zwei. Vettel und Dings sind hier auch noch drin. Aber die liegen hier wirklich. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit. Okay. Meine beiden fahren jetzt hier durch. Ich denke auch mal, wirklich, guckt euch jetzt mal, das gibt's nicht. Anderson überrundet. Und wenn das jetzt hier noch länger gehen würde, überrundet hier bald den dritten. Dieser Boxenstopp hat die Zockerabteilung so weit nach hinten geschmissen, dass sie bald überrundet werden. Okay, wir müssen aber ein bisschen das Push-Level anheben. Wer ist hier mit bei? Ja, ich will den hier. Kraus. Okay. Kraus ist der achte. Achtplatzierte. So, das ist wirklich hier so ein Rennen für sich, ne? Walker hat den gleich. Zack, er überholt hier einfach mal Grimm.
Bin mal gespannt, ob ich es jetzt mit dem Schub hinkriege, Bernhard zu überrunden. Ganz dicht dran. Ja, es hat funktioniert. Der Wahnsinn. Also selbst wenn mir jetzt der Sprit ausgehen würde, könnte ich easy in die Box. Ich glaub's nicht. Wirklich. Das ist ein... Also... Surreal. Wirklich surreal. Bäcker und Hand. Das hier ist Hand und das hier ist. Also, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen, hier passiert nichts mehr. Mit ein bisschen Glück könnte Kraus hier noch Fischer überholen. Aber guckt euch bitte die Abstände an. Und da beide nicht anwesend sind, beziehungsweise Strategien von denen schon festgelegt wurden, glaube ich nicht, dass irgendwas noch passiert. Jetzt ist auch Piolo raus. Als Nakagawa. Ja, kann ich verstehen, ja. Ja, und damit sind wir durch. Also 1, 2, 3 steht fest. Wie gesagt, hier passiert dann nichts mehr. Deswegen steht hier auch schon die Flagge. Wo ist ein Taler? Wieso ist Taler da hinten? Wieso ist er so weit zurückgefallen? Ne, da passiert halt einfach gar nichts mehr. Die Plätze sind gemacht. Das war der große Preis von der Türkei. Und ja, erster, zweiter Platz, das beantwortet deine Frage, Jan.